2, 3, 4 und 5. Ha, gut. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe mir das gerade ein bisschen überlegt. Und wenn ich das hier skille, dann bekomme ich ja... Also eigentlich ist das nur, um mehr Dealer zu bekommen. Diese 20% Territoriumserweiterung ist zwar wahrscheinlich auch nett, aber ich glaube, dass das hier einfach mehr bringt. Aber egal, ich mach's trotzdem. Ich bin einfach dumm. Zumal man das nur einmal machen kann, weißt du? Und ich habe jetzt leider auch gar nicht drauf geachtet, wie viel der Tier gebracht hat. Das war, glaube ich, nicht so klug. So, und Master Dealer, davon kann ich jetzt... Jetzt bekomme ich einen Dealer die Sekunde. Heißt, in 10 Sekunden habe ich 10.000 Dollar gut gemacht. In einer Minute 60.000 Dollar. Ah, ist das so viel? Lohnt sich das? Ich denke, das lohnt sich schon, aber erst wenn du wirklich viel hast... Aber wenn ich überlege, ich kann doch nicht hingehen und 500.000 Dealer kaufen. Das ist einfach zu viel Geld, oder nicht? Weil ich kann 500 Dealer für 500.000 kaufen. Und für 5 Millionen? Da müsstet ihr echt mal rechnen. Rechnet mal, Leute. Rechnet bitte für mich. Ich kann das nicht jetzt. Ha, schnell geklickt. So geil. Ja, deswegen hole ich jetzt einfach noch ein paar Master Dealer. Ha! 3 Dealer die Sekunde. Oh, die Einnahmen gehen aber ganz schön hoch. Ich gar nicht gedacht. Krass. Und eventuell werde ich dadurch auch endlich zu dem Punkt kommen, wo das einfach hier weniger wird. Weil ich bekomme gerade recht viel, weil ich eben so viele Affen hier eingestellt habe. Und je mehr Dealer ich habe, desto weniger wird das ja hier plus, ne? Ist ja klar. Das macht ja alles Sinn, ne? Komm, einen Master Dealer holen wir noch, dann gucken wir uns erstmal noch woanders um. Ha! Was auch immer das hier bedeuten soll. Aber egal, davon bin ich sowieso weit entfernt. Upgrade. Oh, die Rate erhöhen. Krass. Der Profit wieder erhöht. Und 10% mehr pro Deal. Das wäre eigentlich anstrebenswert, ne? Allerdings frage mich, wie oft ich das hier kaufen kann. Ja, ich werde das jetzt gleich skillen und dann gucken, ob sich hier irgendwas ändert. Weil das muss irgendwann ein Limit haben. Das muss ein Limit haben. Das kann doch nicht sein, dass man das hier endlos weiterkaufen kann. So, dann kaufen wir nochmal eben einen Master Dealer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich 300.000 habe. Na? Okay, dann kaufen wir das mal. 50% steht hier, seht ihr ja. Upgrade Fail... Was? Nee, ne? Alter, nein. Der Teil ist nicht wirklich da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das bedeutet anscheinend, dass es eine 50%ige Chance hat, dass es wirklich auch geschieht. Wie behindert ist das denn? Wie viel Glück hatte ich denn dann hierbei bei Expansion 2? 20%. Chance, dass es geht. Alter! Wie ärgerlich ist das denn bitte? Boah, nee. Ha, ich bekomme fast 6 Dealer. Boah, ist das zum Kotzen, ey. Oh, wird immer noch mehr, aber nicht mehr so viel, oder? Doch, eigentlich noch richtig viel. Sollte ich mal kommen, weißt du was? Oh, Island! Ja, da sparen wir drauf hin.
Guck mal, der Gramm erhöht sich immer noch. Obwohl ich gerade verkaufe. Ja gut, dann bleibe ich jetzt erstmal mit dem Mauszeiger auf der Geldanzeige. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich 30 Millionen habe. Ja, bis gleich. Okay, Leute, es ist was recht Interessantes passiert. Und zwar haben die Master Dealer ja natürlich die ganze Zeit 6 weitere Dealer produziert, jede Sekunde. Und dadurch haben wir es echt geschafft, die Produktion so weit einzuschränken. Ich habe so viele Dealer, dass einfach die Drogen nicht mehr ausreichen. Deswegen muss ich mir jetzt ganz schnell Island kaufen und dann ganz schnell ganz viele... ganz viele Affen da. Was ist das denn? Hä? Was machen die da? Was ist denn das? I love the white man. Boah. Wie viel kann ich? 40 Stück. Okay. Ich meine, die Produktion ist jetzt schon wieder sehr stark nach oben gegangen. Aber... Naja, das kann sich auch ganz schnell wieder ändern, wenn man überlegt, wie schnell er gerade eben ging. Ich war tierisch überrascht darüber, dass das auf einmal rapide nach unten ging. So, deswegen ein paar Dealer wieder einstellen. Master Dealer. Na, guck mal. 11 Dealer die Sekunde. Ey, wenn ich jetzt warte, ne, dann werde ich das wieder schaffen. Deswegen, klar, deswegen gibt's das hier. Das stoppt die Dealer, damit man erstmal produzieren kann. Wenn ich das zu oft mache, kann ich, diese Sachen hier, diese Upgrades mit Gramm, fast vergessen, weil es super schwer wird. Ich erschwere mir hier gerade sozusagen die Upgrades zu besorgen. Ich meine, klar, jetzt gerade sieht es wieder rosig aus, weil sie echt schön produzieren. Aber ohne Kack, wenn ich das hier einmal kaufen würde, wird das wahrscheinlich 10, 20 mal so schnell nach oben gehen, weil eben keiner mehr verticken würde. Deswegen müsste man jetzt überlegen, was sich hier lohnt. Ich glaube, dieses mit 1,6 Millionen Gramm. Oder Science. Ich probiere nochmal Science. Wer das failt wieder, ey. Das will ich nicht. Warte mal, ich kann eigentlich... Nee, okay, komm, machen wir nicht. Ja, Upgrade successful. Successful. Konnte ich zweimal machen. Also zweimal erfolgreich. Und jetzt ist es anscheinend voll. Wie ich mir schon dachte. Oh, das geht schnell. Alter, was? LOL? Okay, das ist sehr überraschend. Was ist denn jetzt passiert? Alter. What the fuck? Okay. Die Dealer bekommen mehr Geld. Und die Verkaufsrate um 10% erhöht. Das will ich erstmal nicht. Warte, ich habe wieder ein bisschen mehr... Na, nee, habe ich nicht. Ich habe nicht genug Geld. Ich spare jetzt erstmal eben auf dieses 10 Millionen Gramm Upgrade. Damit ich die Reinheit nur erhöhe. Denn mehr Reinheit, mehr Geld. Und das ist erstmal wichtig. Die Verkaufsrate will ich gerade echt ungern erhöhen. 10% ist da, glaube ich, recht viel. Das können wir dann auch noch gut danach machen. Warum ging das denn gerade so schnell? Der geht ja immer noch so schnell, dass das so einen riesen Unterschied macht. Heftig. Ja, aber von Sekunde zu Sekunde wird es eben echt langsamer, weil die Dealer immer nachrücken. Jetzt habe ich schon 9100. 9200. Ah, leck mich am Arsch, ich kauf's jetzt. Von 86.000 auf 94.000. Krass. Oh, und der Purify 2
kann gut fehlschlagen. Och nee. Das wäre total ärgerlich. Aber cool, gleich habe ich genug Geld, um mir noch eine Insel zu kaufen. Aber warte mal, da gibt's doch noch was, ne? Hideout, 100 Millionen. Das soll die mir eigentlich erholen. Weil man zwar das die Produktivität anregt. Bestimmt übelst. Oh ja, das ist geil. So ist das geil. Warte mal. Ich mach's einfach mal aus Spaß. Kostet ja nicht so viel. Ich kaufe mir jetzt 100 Trailer. Vielleicht bringt mir das ja auch nochmal irgendwie ein Achievement oder so. Und jetzt kann ich weitere 250 Crackheads holen. Produktivität ist gerade bei 4,4, also 4.400. 4.500. Deswegen, also es lohnt sich eigentlich echt immer, das neueste Upgrade zu kaufen. Aber egal, ich würde es gerade ein bisschen aufstocken. Einfach auf eine gerade Zahl oder so. Ja, komm, das hier auch auf 5. Guck mal, 5,8. Ja, hat sich schon so ein bisschen gelohnt. Also, da kann ich nicht meckern. Das andere hätte sich wahrscheinlich viel mehr gelohnt. Aber egal. 2 Millionen habe ich. Guck mal, so geht's auch noch nicht ins Minus. Immer noch Plus, obwohl ich gerade so schnell verkaufe. So, und ich glaube, ich werde jetzt gleich, wenn ich das nächste fette Upgrade gekauft habe, kurz einen Aufnahmestopp machen. Von sagen wir mal eine halbe Stunde, damit ich den ersten Part trainieren kann. Damit ich den auch eventuell heute schon hochladen kann oder morgen oder so. Und in der Zeit werde ich dann einfach weiter produzieren. Ich muss dann nicht immer alles zeigen und beschleunigen. Ist zwar wahrscheinlich schön für euch, ich finde das auch sehr interessant zu sehen, wie schnell das steigt in der Beschleunigung, aber wenn dann einmal was fehlt, ist es ja egal.